Recht herzlich willkommen zur 133. Folge vom Körbel Space Programm. Ja, jetzt sind wir drinnen und, warte mal, wir wollen mal drehen. Ich wollte ja eigentlich zum Minmus hin mit der Kiste hier, aber das hat ja wieder nicht funktioniert. Der Dralo hatte mir das schon geschrieben. Ich habe das wieder hier, ne, man macht das am besten hier und klickt dann mal auf Control vom hier. Wo ist es denn? Da ist es. Dann funktioniert das wahrscheinlich auch mit dem, ne, Steuern. Leider hier jetzt nicht wirklich, ne? Gut, haben wir Pech gehabt. Das ist also eine Mission, die jetzt mal so gerade baden geht. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir noch irgendwas hier raus machen. Und der Dralo meinte, wir sollten mal gucken, dass wir am Nordpol runterkommen, um da Science einzusammeln. Das wäre also noch eine Idee. Gucken wir mal hier rein. Der kann definitiv weg. Und dann müssten wir jetzt zusehen, dass wir den hier... Ne, nicht Add-Manöver. Brauchen wir dafür nicht, ne? Wir brauchen nur Retrograde ausrichten. Und den klicken wir rechts und der muss auf 33.000 runter. Und dann sollten wir irgendwie in die Umlaufbahn kommen, oder? Machen wir dann mal ein bisschen Feuer. Und... 32 wird wohl auch gehen. Sonst könnte man ja hier nochmal andersrum ausrichten. Und wenn das soweit ist, können wir noch ein bisschen Gas geben, dass wir wieder bei 33 sind. Vielleicht ist es besser. So. So, das passt dann eher. Ja, das haben wir soweit fertig. Jetzt könnten wir noch mal gerade gucken, ob wir hier irgendwie Science einpacken können oder so. Weiß ich jetzt gar nicht. Lass mal noch mal... Der macht doch ein Eva, ne, oder? Und... Eva-Report. Oh, da kommt sogar was bei rum. Keep Experiment. Cool. Dann können wir da aber wieder reingehen. Und was haben wir hier so noch? Da ist nichts. Dann lassen wir den so. Temperaturmäßig ist auch nichts. Und das hat auch nichts. Gut, dann ist das erledigt. So, jetzt müssen wir noch überlegen. Die Satelliten können wir definitiv dann absprengen, oder? Ja, sollten wir eigentlich machen können schon. Wenn da sowieso nichts mehr bei rumkommt. Guck mal gerade hier. Wo sind wir jetzt? Hier, ne? Ja. Können wir noch ein Stück vorfliegen? Wie hoch sind wir? 95. Wir können aber gerade noch mal reingucken, ob hier irgendwo was ist. Vielleicht sind wir gerade über einen anderen Biom oder so, aber dafür sind wir, glaube ich, nicht tief genug, ne? Ne, da ist nichts bei. Okay. Und wenn wir schon dabei sind, dann gerade einmal das Fieberthermometer auch angucken. Da ist nichts. So, 89.000. Gehen wir mal knapp unter 70 und machen dann noch eine Messung. So, dann sind wir nämlich nicht mehr im All. Allerdings gibt es hier nichts. Da gibt es 0,1%. Die müssen wir aber senden, weil wir das gleich absprengen. Hat sich erledigt dann. Gibt es hier noch was? Nee. Und Temperatur? Auch nicht. Gut. Ach so, hier haben wir ja noch einen.
Geht da was? Ja, da geht was. Und das müssen wir auch senden. Gut. Kriegen wir das gesendet? Ich will es hoffen. Ja, hat geklappt. So, close doors. Und dann können wir das aber auch loswerden. Und das genauso. Und der kann auch weg. Weil wir müssen jetzt gucken, dass wir dann, ne, landen werden. Ist der Schirm jetzt schon offen? Nein, ne? Nee, ich glaube nicht. Warum kriegen wir jetzt hier schon so eine Temperaturanzeige, obwohl noch nichts, ne? Vielleicht kann man das gleich sehen. 2374, naja. Schauen wir mal, wie das wird. Ja, jetzt kommt langsam der Flug, aber... nee, das ist jetzt falsch rum. So rum müssen wir. Ist jetzt schwierig zu erkennen. Passt aber, oder? Ja. Gut, dann schauen wir mal, dass wir runterkommen und sicher runterkommen. Tauchen wir da ein. Was war das jetzt? Der Dreher? Keine Ahnung. Naja, wird schon passend sein, ne? Ja, jetzt weiß ich auch nicht, wo wir hier runterkommen im Endeffekt. Grasslands steht da jetzt gerade. Sieht alles ganz gut aus, denke ich, oder? Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier nicht zu heiß werden. Wir bremsen aber im Endeffekt ja schon ab. Der Hitzeschild ist auch noch Struktur zu erkennen, sonst ist der so glühend heiß, dass man den eigentlich nicht erkennt. Ist die Milchstraße jetzt gerade angegangen oder so? Das sah so aus, oder? Naja. Jetzt sind wir über Land. Entschuldigung. Highlands, okay. Da ist der Pol, oder? Aber da komme ich gar nicht vorbei. Hätte ich vielleicht nur anders einstellen müssen, ne? Naja. Jetzt wird es hier ein bisschen wärmer. Ich hoffe, das ist jetzt hier nicht zu schnell, dass wir reinkommen. Jetzt ist es schon ein bisschen heißer da. Aber jetzt ist die Anzeige wieder weg, da muss es wohl passend sein. Kühlt sich wieder ab, wir werden auch jetzt rapide langsamer. Nur, wenn das die Polregion ist, dann haben wir die knapp verpasst, ne? Sieht irgendwie gerade so aus. Ärgerlich. Hätte ich vorher noch korrigieren müssen, ne? Habe ich auch nicht dran gedacht. So. Jetzt werden wir rapide langsamer. Alles ist gut. Ja. Tja, da werden wir auch nicht hinlaufen können, denke ich mal. Das ist ein bisschen weit, oder? Gut. Schön langsam. 17.000. Okay, das ist dann ungefähr 1.000 hoch oder sowas. Leichtes Gebirge hier oder Grasland? Grasland. So. Gut. Machen wir ein bisschen schneller. Achte, sieben, sechs.
5, 4, wieder normale Geschwindigkeit und dann nehmen wir den Schirm da raus. Da ist das Seil, ne? Ja, ist noch da. Jetzt geht er auf. Und wir sind im Dunkeln hier, auch schön. Gut. Leicht bergig. Nichts zu sehen groß. Da unten ist der Untergrund, aber wie weit das noch ist, kann man auch nicht erkennen. Naja, okay, man sieht es hier, ne? Aber. Gute 100 Meter noch. Zehn. Gelandet. Gut. Transfer Crew Control von hier. Crew Report. Gibt's nix. Wenn wir hier aussteigen, können wir hier noch einen Report machen? Nö. Tech Surface Sample, okay, da geht noch was. Keep Experiment. Und dann steigen wir wieder ein. Und können das beenden, oder? Thermometer oder sowas ist hier nicht dran, das war nur an den Satelliten, das war auch so eine schlechte Planung. Naja, da müssen wir noch was machen. Gut. Naja, wenigstens haben wir ein paar Punkte gekriegt, ne? Das ist nicht viel, aber Zähne sind dazugekommen. Gut, das, ein bisschen Geld zurück. Und Bodyguard, keine Erfahrung gekriegt, oder? Total Reputation 615, ne, keine gekriegt. Gut, erledigt. So, dann gehen wir hier rein. Nee, machen wir nicht. Gehen wir erst nochmal wieder raus. Wir gehen erst ins Forschungszentrum, weil wir sollen die Solarpanels machen. Jetzt ist die Frage, wo die sind. War die hier? Ja. Und die erforschen wir jetzt. Und haben jetzt noch 123 Punkte. 45 da, 90 da. 100. 35 wären das dann, wenn wir die beide machen. Wollen wir aber nicht machen dann. Was war jetzt dazugekommen? Also jetzt muss ich es nochmal anklicken. Batterien. Photovoltaikpanel. Thermal Control System. Das nochmal. Noch welche zum Ausklappen, je nachdem welche Richtung und so. Gut. Dann haben wir das, wir gehen gerade hier rein, schauen nochmal nach. Explore Kerbin. Naja. Wir nehmen nur was mit Minwos Science Data vom Surface of Minwos. Da müssten wir landen, das wollten wir nicht, das hatten wir letztes Mal schon. Duna, Two Tourists. The Sun, Onyx, 6 Touristen, da müssen wir jemanden retten vom Mond und das ist nochmal Duna, da war also nix. Zurück und jetzt da rein. So, dann müssen wir hier hoch, Science Junior auswählen, hier den hier. Das war Version 2, ne? Oh. Den will ich jetzt nicht anpacken. So, was sagte der Drado? Den Science Junior ist einfach zu groß, das Ding, ne? Braucht man gar nicht.
Ersatz brauchen beide keinen schweren S-Junior. Also Science Junior. Ja, dann müssten wir den jetzt hier auseinandernehmen. Ich glaube, das ist der Kern, ne, der ganzen Geschichte, oder? Ja, sieht so aus. Das bedeutet, mach weg. Und den können wir jetzt nicht wegmachen, ne? Aber hier können wir das definitiv deleten. Den bringt es ja gar nicht, den auch nicht. So, jetzt haben wir hier das natürlich nicht. Jetzt brauchen wir nur... Gehen wir wieder zurück. Und jetzt hier... welcher war das denn? Der Post 450 und... Das müsste der sein, ne? So. Die Panels können wir abmachen. Lass mal gerade ein bisschen reinzoomen. Das ist ja jetzt nicht so groß, ne? So, da können wir steuern. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Das ist die Batterie, glaube ich, gewesen. Das ist Tank und das ist der Antrieb. Jetzt brauchen wir noch wiederum die Antenne da drauf. Und zwar, diese hatten wir. Oh, die ist ja riesengroß, wa? Gehen die auch an der Seite? Geht auch. So will ich den jetzt nicht haben. Wie kann ich das Ding denn jetzt drehen? So. So sieht das doch ganz cool aus, oder? In der Hoffnung, dass das so dann funktioniert. Und jetzt ist die Frage... Nee, das wird nicht so funktionieren. wir brauchen jetzt noch die... Sag schon... Das Thermometer war da hier, ne? Genau, das Thermometer nehmen wir noch mit. Ich glaube, das können wir auch hier hin machen. Und das Barometer machen wir dahin. Und den Q machen wir oben drauf. So. Und dann noch ein Panel. Für den schicken Strom, ne? So, jetzt müssen wir mal genau gucken. Das ist ein... Die klappen sie nicht aus, oder? Jetzt da mal bitte rüber. So, nochmal hier. Photovoltaik-Panel. Deployable. Cannot be retracted. Was heißt das? Extend Solar Panel. Geht das? Ah ja, das Zusammenklappen geht nur hier. Das wäre aber auch egal, das muss ja nur hier funktionieren, dass es auseinandergeklappt ist. Aber dreht sich das zur Sonne? Ich glaube nicht. Das ist auch nur ein stinknormales. Ich glaube, das ist dann das, welches ich haben möchte, ne? So. Oder? Dreht sich das? Gute Frage, ne? Na, jetzt ist das auch wieder... Zeig mir mal... Das nochmal. Und das ist so eins, okay. Die richten sich, glaube ich, alle dann aus, ne? Das geht wieder rein. Das brauche ich nicht. Ich nehme das dann. Ne, warte mal. So. Electric Charge. Similar in Design to the
SP Series. 1x6, 3x2. Ich glaube, das dreht sich dann in der Sonne. So, das geht nur hier wieder zusammenklappen. Gut, ich glaube, das können wir so lassen. Und jetzt muss ich nur noch gucken, wie das war. Ich glaube, dahin muss ich. Muss die Kiste anpacken und da hinbewegen. Und dann muss ich den umbenennen noch. Jetzt haben wir das bestimmt irgendwie falsch gemacht. Machen wir Cancel. Ich muss den erst wahrscheinlich erstmal hier umbenennen. So, passt. Jetzt dahin. Save. Da steht das nicht da, aber ist egal. Machen wir es so. Und save. Und jetzt ist er da. Und jetzt können wir den wegtun. Jetzt holen wir unsere Rakete wieder raus. Achso, das war hier. Load. Und jetzt müsste man nur noch wissen, Minmus V2 oder so heißt die, glaube ich. Ne, da haben wir die V1 umbenannt. So. Die weg. Stellen wir hier auf Symmetrie und auf Doppelt. Dann den Satelliten wieder rausholen. Und da dran basteln. So, da ist das Panel. Oh, hat gut geklappt. Das funktioniert nämlich so gar nicht. Wie soll ich den da noch dran kriegen? Das geht nicht. Kann ich nochmal umbauen. ja, schade. Zoom mal raus. Pack die da an und schmeiß die weg. Hol den Satelliten nochmal ran. Zoom wieder rein. Und dann nehmen wir, glaube ich, das Thermometer da weg. Packen das mal auf die Seite. Ja, damit es ein bisschen besser läuft, machen wir es so, oder? Wer hat jetzt die Symmetrie natürlich doppelt genommen? Alles klar. Der weg. Und das auch weg. Jetzt hat er natürlich alle beide weggenommen. Auch schön. Jetzt dann nochmal bitte hier hin. Und den nochmal da dran. So, Solarpanels haben wir, Antenne haben wir, Thermometer haben wir. Wir können messen. Ah, der könnte auch ein bisschen besser hier oben drauf sein, ne? Kann das sein, dass das so mittig ist? Ja, sieht so aus. So, und dann können wir den da anpappen, ne? So, dann wieder dahin. Dahin. Den dahin. Und wissen... Satt. Und save. Und den können wir in eine Tonne schmeißen. Dann packen wir den an und schmeißen den weg. Und das Thermometer nicht alleine, sondern das ganze Ding. So, dann klappen wir den ein. Laden unsere Rakete nochmal. Minmus V1. Load. Gehen hier hin, schmeißen die beiden weg, machen das nochmal auf 2, holen uns unseren Satelliten wieder und zoomen einen Tacken raus, damit wir mehr sehen. Müssen den jetzt drehen, bis er da dran ergeht, ne?
Müsste man jetzt erkennen. Eigentlich müsste er so dran gehen, ne? Will er jetzt nicht. Der snappt da jetzt nicht ein. Komisch. Macht das auf der anderen Seite? Ah, ich sehe schon was da. Der will nach innen, ne? Innen wird er reingehen wahrscheinlich. Nee, das war jetzt verkehrt. Und den auch wieder an. Passt. Jetzt geht das aber nicht. Irgendwas ist da faul. Wieso kriege ich den jetzt da nicht dran? Gehen wir nochmal hier hin. Ne, das war gar nicht hier. Die Dekoppler sind da. Den schmeißen wir gerade weg. Nimm mal den. Nimm den und guck, ob der jetzt da dran geht. Super, oder? Irgendwie will der mich ärgern. Irgendwie geht das nicht. Ja, kommen wir jetzt irgendwie nicht weiter. Weiß nicht warum. Den schmeiß weg. Keine Idee jetzt. Ne, dahin. Dorthin. Passt. Jetzt eigentlich Satelliten auswählen und geht, oder? Ja. Ich den so rum dran, aber funktioniert es, wetten? Nö. Nee. Ja. Jetzt sieht's ganz doof aus, ne? Jetzt kriege ich das Teil noch nicht mehr hier wieder ab, wahrscheinlich. Nur das Ganze. Toll. Okay, gut. Dann würde ich sagen, lassen wir es erst sein für die Folge. Ich gucke mal zu, woran es liegt, oder man schreibt mir das. Das wäre auch super. Und dann versuchen wir das wieder anzubauen, ne? Okay, danke erstmal fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.